Hallo und willkommen zurück zu FIFA 19 mit der hübschen Kim, dem lieben Danny und dem Superstar Alex. Oder wie wir das letzte Mal bezeichnet haben, den Arsch Alex. Ja, wir haben mit Kim das Halbfinale erreicht. Wir haben vorher Australien ausgeschaltet mit 13-0. Deutschland 4-1 Mexiko, Italien 1-0 Norwegen und Kanada 3-2 Spanien. Italien, Kanada, USA, Deutschland sind also im Finale. Wenn wir ins Finale kommen sollten, könnten wir gegen Italien oder Kanada spielen. Im Endeffekt, anders geht's nicht. Aber da trennt uns noch ein kurzer Weg und das heißt Trainingstag mit, ja, einmal stopfen. Hört sich ja schon spannend an. Ich habe Angst davor. Ich gebe es zu. Saubere Ballannahme, präzise Pässe. Wir lassen den Ball laufen und dominieren 90 Minuten den Ballbesitz. Los jetzt. Jawohl. Das bedeutet eben einmal Stopfer und über die Mauer. Einmal Stopfer. Spiel den Ball per Heber in den Eimer. Tipp, je länger du die Taste hältst, desto weiter fliegt der Ball. Ja, Heber. Kämmer. Ist lustig. Zack. Geht drüber, war klar. Der ist drin. Der war schön. Der ist daneben. Diese Linie macht mich narrisch da. Der ist drin. Der ist daneben. Komm, Kim. Zentriere dich. Da gibt es Punktabzüge. Oho, der ist drin. Stark. Der ist drin. Nochmal stark. Der ist. Ja, der trifft wieder da. Oh, aus. Aber cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein A wird. Ich dachte, es wird B. Ja. Über die Mauer. Passe den Ball per Heber über die Mauer in die markierte Richtung. Tipp: Schau zu deiner Mitspielerin, um die Fehlerquote zu verringern. Danke. Ja, das ist das Spiel. Das kennen wir schon. So, mit Alex zu Genüge gespielt. So. Rapino spielt ihn zu Kimi. Kimi spielt ihn zu Rapino. Rapino spielt ihn zu Kimi. Kimi spielt ihn zu Rapino. Das ist zu kurz. Es gibt Punkte, das ist gut. Kimi spielt zu Rapino. Kimi zu Rapino. Rapino zu Kimi. Oh, der kommt schön, der kommt schön, der kommt schön. Ja. Das hat Hunter stark gemacht. Und Kopfalto. Bonuspunkte, cool. Ah, exzellent. Na bitte, was will man mehr? Schnelles Training wieder mal. Sehr schnell mit Kim. Geht mit ihr immer rucki zucki flucki. Muss ich sagen. Hallo? Ja, jetzt. Danke. So, mit einmal Stopfer. Ah, über die Mauer. Ah, sehr gut. Beim US-Nationalteam gibt's für Klasseleistung immer ein Lob. Kim Hunter hat sich dieses Lob verdient. Super Leistung. Danke, Trainerin, danke. Ich gebe mein Bestes fürs Team. Hier, am Gelände von Paris Saint-Germain. Oh. Sie sagt, ich soll Profi werden. Wenn so eine Agentin das sagt, sollte ich auf ihren Rat hören, oder? Und das College sausen lassen? Ob das so gut ist? Aber du sagtest, es gibt viele Chancen. Zum Beispiel den Weg als Profi zu nehmen. Ich sagte, das macht was her. Nicht, dass du es tun sollst. Sie sagt, ich kann diesen Sport verändern. Das hat sie gesagt? Ja, aber du weißt ja, wie Agenten sind. Du bist die Beste, die Größte. Ich will 20%. Richtig. Hunter? Sag mir, dass ich mich da verhört habe. Du hast mit einer Agentin gesprochen? Nach den Teamregeln sind Vertragsgespräche bei Nationalteameinsätzen untersagt. Wir haben nur geredet. Es reicht. Raus! Ist dir das alles zu Kopf gestiegen? Meinst du, du stehst über den Regeln? Gib mir einen Grund, dich nicht auf der Stelle nach Hause zu schicken. Zu Hause kann ich nichts lernen. Das Team bedeutet mir alles. Zu Hause kann ich nichts lernen. Das Team bedeutet mir alles. So, das Team bedeutet mir alles. Es tut mir leid. Mein Bruder hat mich mit seiner Agentin besucht und wir haben geredet. Geplant war das nicht. Für mich klang das wie eine Plauderei. Es kommt nicht wieder vor. Ehrenwort. Dass ich hier bin und Teil dieses Teams bin, bedeutet mir alles. Also gut. Letzte Warnung, Hunter. Ei, ei, ei. Ja, typisch Kim. Alex hat sie wieder reingeritten im Endeffekt, weil er mit seiner Super-Tussi da war. Ich weiß nicht, wie sie heißt, fällt der Name nicht ein, aber egal. So, und somit schauen wir Social Media. Joa, bravo.
BRG ahnt ja gar nicht, was Wilcom Hunter mit ihnen veranstalten wird. Donaldson Northcroft. Darf Wilcom Hunter nach den angeblich jüngsten Vorfällen im USWNT-WM-Quartier heute ran? Wui. USWNT Startelf gegen BRD muss Wilcom Hunter zuschauen. Emma Wagner. Wow, mit 17 startet Wilcom Hunter im Halbfinale. Mann, die bauen aber echt auf die. Alex Hunter. Fußballfamilie at Wilcom Hunter in der Startelf beim WM-Halbfinale nicht vergessen. Die ist erst 17. Alex Morgan. Jedes Team braucht eine Schlüsselspielerin, unsere ist Wilcom Hunter. Also wir wissen, dass wir spielen. Das steht da. Das haben sie, ja, nicht so prickelnd gemacht. Wir haben da eingebüßt. Wir waren fix Starter. Ganz vorne dabei. Jetzt noch gerade drin. Puh. Gerade noch drin. Sagt alles, glaube ich. Das sagt definitiv alles über das, was passiert ist. Wow. Du solltest besser nicht vergessen, dass es noch was anderes gibt als dieses Turnier. Meine Schwester macht WM-Schlagzeilen. Warst du in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg? Manchmal vergesse ich, dass du erst 17 bist. Jetzt auch noch die jüngste WM-Teilnehmerin. Hunter, kannst du in diesem Sport mehr erreichen, Geschichte zu schreiben? Hunter! Oh oh. Das, was Gutes bedeutet, es ist Kollisionskurs noch immer. Also, wir müssen gewinnen, dass wir hier 10.000 Follower mehr kriegen. Es wird schwer. Und Kim nicht bei der Sache. Eieieiei. Aber wir werden das Schiff, wir werden das Baby schaukeln. Irgendwie werden wir das Baby schaukeln. Es ist einfach so. Wir schaukeln es. Wir müssen es schaukeln. USA gegen Deutschland im Waldstadion. Aha, okay, egal. Spielkommentatoren sind natürlich auch wieder dabei, aber heute USA gegen Deutschland. Oder BDR, wie es hier heißt. BRD, Bundesrepublik Deutschland, so BRD, nicht BDR, BRD. So, Kim, konzentrier dich. Wir müssen hier was zeigen. Wir müssen zeigen, was wir können. Sonst sind wir weg. Das wäre bitter. Sehr, sehr bitter für mich. Aber ja, wir werden es schaukeln. Somit Hymnen. Das waren die Hymnen. Und jetzt konzentrieren wir uns auf Spiel. USA natürlich mit French heute im Tor. French, nicht näher. French im Tor. Wir spielen das normale 4-4-2. Oh hey, spielt von Anfang an. Oh, oh. Und doch etwas rotiert. Lloyd, Jörg, oh hey. Dann Saarbrunn, Dahlkammer, Matthias Frank, Morgan und Hunter. Hunter. Deutschland, wie wird Deutschland auflaufen? Das würde mich jetzt interessieren. Oh. Zuerst Fotos, bevor man die deutsche Aufstellung sieht. Ah, toll. Ich hätte hier lieber gerne die Fotoaufstellung der Deutschen gesehen. Wäre mir lieber gewesen. Aber ja. Puh. Wird schwer werden, dieses Spiel. Schultmeier, Gößling, Demann, Rauch, Hut, Magu, Debritz, Maroschan, Petermann und Pop. Im Sturm. Ja, Pop im Sturm, ja, sag ich. 4-4-2, so wie wir. Ich weiß nicht. Das wird spannend. Ein spannendes Spiel, wie ich hoffe. Oder es wird eindeutig für uns entschieden. Die Dressenfarbe der Deutschen ist sehr gewöhnungsbedürftig. Dieses, weiß nicht, was das ist. Petrol, Türkis, Grün, irgendwas. So, da ist Kimi. Aufspielen. Zwei Schuss. Corner. Gut gespielt auf Hies, aber die war etwas verdeckt. Aber ja, Corner. Sehr gut. So, Kimi war mal. Corner vielleicht voll. Schön von morgen, schön. Aber ein paar Zentimeter daneben. Ja, wir starten wieder stark ins Spiel. Das ist wichtig.
deutschen Spielen natürlich auch von hinten raus, also probieren von hinten raus zu spielen. Zweimal kurz und dann der lange Ball in die Spitze. Das wird mit Sicherheit ja heute ein tolles Spiel. Das ist natürlich, keine Ahnung, das ist nicht Tauschspiel für mich. Zwei kurzen Pässe und dann einfach mal verschlagen. Upsatz. Oder Abschluss. Puh, Abschluss. Puh, dachte Upsatz. Die Torfrau der Deutsche geht geil weit raus. Mal unten auf dem Radar schaut's kurz. Oh ja. Hat sich zu interessieren. Müssen auf unser Spiel schauen. Wir müssen unser Spiel schauen, unser Spiel spielen. In unserem Rhythmus wissen. Ah! So, wir müssen nochmal aushelfen. Nein, nicht zu spielen. Wir rufen nicht zurück. Der Deutsche ist stark. Wir brauchen Ball. So, gut, so, ich komme. Komme nicht hin. Das Licht ist kacke. Zack. Da kann auch der deutsche Frauenfußball einiges verlernen. Ah! Jetzt gehe ich schon steil in die andere Richtung und irgendwie geht der Ball nicht hin. Jetzt. Schön gespielt. Ah, Kim. Ja, Kim, schön. Mach's morgen. Ja, 1-0. Ja, ja. Kim Hunter hat's gerockt. Hier im Ball erobert. Gleich auf morgen gespielt, morgen einmal aufgesehen und ins Kreuzeck damit. Ja! Genau so stellt sich der Start von 1 Minuten 1-0. Sehr gut. Falsche Richtung gespielt, ja, das. Ja, komm morgen. Lass uns den Ball schon sehr leicht abknöpfen, wenn wir eigentlich schon haben. Machen wir das Spiel ein bisschen breit. Jetzt gehen die Tiefe. Ja, schön gespielt. Den haben sie schon gesehen. Schön, schön. So. Elfer. Elfmeter, eindeutig Elfmeter. Geht nicht anders. Von hinten in die Beine, das geht nicht anders. Tut mir leid. Demann, das war echt schlecht hier. Bam. Einfach von hinten in die Beine. Geht gar nicht. Morgen. 2-0. USA. Doppelschlag innerhalb von 5 Minuten. Alex Morgan! Ja, Faulang Hunter Tor Morgan. Sehr gut. Eine Geschichte, die man nicht besser schreiben könnte. Ja, schön geschossen. Torfrau bewegt sich eigentlich gar nicht. Somit alles gut. Morgan, Elfmeter, Morgan Tor. 6 Minuten hat sie gedauert für 2 Tore. So, jetzt müssen wir dranbleiben. Komm, Kim. Sofort drauf. Ja, sofort nachsetzen. Sehr gut. Komm, ja, Eglar, ist nämlich jetzt zu dem gespielt worden. Jetzt halten wir mal den Ball ein bisschen so auf morgen. Schön gespielt. Das war wichtig. Alex Morgan jetzt. So. Da kommen wir nicht hin. Da kann man jetzt nicht ran, aber macht nichts. Macht nichts. 4-0. Die Deutschen sind jetzt etwas von der Rolle. Schade. Schade, hätte sich was verdient. Geht nicht immer. Da kommen wir nicht hin. Deutschen probieren schnell von hinten rauszuspielen. Das fasziniert mich. So, da sind wir. Voll. Kann man pfeifen. So, Kimi. Kimi. Can't you see? No time to wonder. Kimi for me. So. Ball haben wir gerade nicht. Schlecht. Aber wir fühlen zu null. Brauchen wir den Ball gerade nicht, den muss ich zugeben. Sind wirklich stark da. Wir haben zu direkt gespielt. Viel zu direkt. Da spielen die Mitte. Zu spät. Zu spät. Nein. Ab und zu brauchen wir schon zu lange beim Ball rausspielen. So, Kim bleibt mal da stehen. Bewegt sich weiter. Legt sich raus. Bringt dir nichts. Derzeit nicht. Bitte, so viel, keinen Elfer gegen uns. Bitte, wenn es geht, haltet die Kugel ruhig in den Reihen und macht keinen Blödsinn im 16er. Bitte. Ich will das nicht. Bitte. Aber
Pause. Puh. Die haben uns verdient, die Pause. 2-0. Wow. Ja, wir waren schon fitter. So, bei diesen vorigen Steilpässen hast du gezeigt, was in dir steckt. Gute Zweikampfarbeit, perfektes Timing, schöne Übersicht, klasse Vorlage. Die zweite Vorlage zählt nicht für uns beim Elfer. Echt nicht. Finde ich schade. War auch eine Vorlage. Eigentlich. Hilfe rausholen ist auch eine Vorlage. Aber gut. Ist so. Können wir jetzt nicht ändern. Wir werden es überleben. Das war jetzt schlecht. Schlecht bewegt von Kim. So. Zack. Ja, der ist steil. Fast zu steil, aber irgendwie hätten wir beide gewartet auf den Ball. Da hätten wir beide auf den Ball gewartet, ja. Schade. Frau hat mich verloren. Da war gut zu viel. Das war auf jeden Fall kein Elfmeter, eindeutig kein Elfmeter. Da wollten wir einfach einen Schritt zu viel machen. Ich wollte abziehen, aber es ist sich nicht ausgegangen. Wieso nicht? Weil Kim einfach eine Sekunde gebraucht hat. Zack! Wunderbar gespielt. Der kommt nicht ganz an. Schade. Schade. Hätte sich mehr verdient. War schon gespielt. Schnell nach vorne, hoch, in den Lauf. Ah ja. Er führt ihn. Ist gleich Husten. Das ist halt unsere Stärke, das 2-0 führen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt. Ja. Da haben sie jetzt Platz. Der war schön. Was macht sie? Ja, war okay. War ein guter Schmäh. Hat halt leider nicht das gebracht, was sie wollten. Aber gut. Wechsel. Morgen Rapino geht und für sie kommt. Heath geht und Rapino kommt. So. Rapino war diesmal nicht drin. So ein Weißkopf-Star. Wir verlieren den Ball. Ach so, ja. Bitte. Meier. Hol mir die. Ja, geh weg da. Gibt's ja nicht. Ich brauche ein Tor. Ich will ein Tor. Ich will nicht nur eine Vorlage, ich will ein Tor. Hallo, Ball. Bist du? Der Ball mag uns tatsächlich nicht so richtig. So, jetzt aber. Zack. Schlecht geklärt von uns. Schlecht gespielt. Stark gehalten. Der ist noch da. Eckball. Out. Eckball. Ich bin verwirrt. Wir kriegen Anweisungen. Achtung. Beeindrucke den Boss. Spiel als Team. Zwei Vorlagen. Pff. Alexandra Popp jetzt. Ich hätte den Elfer als Vorlage geklaut, aber ja. Der Elfer zählt nicht als Vorlage. Es tut mir leid. Ich finde, das war eine Vorlage. Wir werden hier nicht alle drei Sachen schaffen. Wir wollen selber ein Tor machen und eine Vorlage liefern. Außer, wir können die geilste Vorlage liefern, die es gibt. Aber ja, derzeit nicht. So, zurück ins Spiel. Machen keine Werbung hier oder sowas. Wir stehen mit einem Bein im Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Und was macht sie? Nein! Zwei uns. Deutschland holt auf. Nein, das war nicht fein. Hasret Kayikchi. So. Jetzt steht's hier 2-1. Eine enge Kiste. Hier deutet sich ein Wechsel an. Und den Wolf wird wohl bei der nächsten Unterbrechung. Hamto! Schön, aber leider nicht. Hunter leider etwas verzogen. 10 Minuten noch. Ja, wir müssen jetzt echt liefern. Wir können uns nicht ausruhen drauf. Ich muss jetzt mit nach hinten. Nein! Ja, Ball holen. Jetzt hin. Ja, sehr gut. Ball halten. Das ist gerade wichtig. Ja, schön.
Schön gespielt. Ah, da kommen wir nicht hin. Schade, morgen, wenn sie den reinbringt, sagen wir danke, aber alles geht halt nicht. Rodriguez geht, Ahoy geht und Rodriguez kommt, so. Dann ist das immer falsch. Das ist... Jetzt! Ah, komm, hol dann. Ah, schade, kommen wir nicht hin. 3 Minuten, 2 Minuten ohne Nachspielzeit. 2 Minuten ohne Nachspielzeit. Es ist knackig hart. Es war die harte Partie, die ich mir vorgestellt habe. Bis jetzt. Aber wir konnten gut mithalten. Wir wollen mithalten. Wir müssen mithalten. Wir brauchen den Sieg. Ja. Oh, wichtig. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Ja. Schön gespielt, Hunter. So. Nein. Schade, schön gespielt, Connor. War schön. 93 hätten wir. Wir sind 3 drüber. Wir hätten 3 drüber. Ah. Warum schießt du? Ja, da ist der Schuss. Ja, das war's. Ah, oh, danke. Danke, danke, danke. Ja, Finale. Hunter, das war eine starke Leistung. Na los, genieß es. Du hast es dir verdient. Danke, Coach. Das hören die Leute natürlich. Ich bin beeindruckt, wie gut deine Pässe in dieser Saison sind. Bei diesen hervorragenden Steilpässen hast du gezeigt, was hinsteckt. Gute Zweikampfarbeit, perfektes Timing, schöne Übersicht. Klasse Vorlage. Wir sind wieder die Nummer 1 bei der Bewertung. Oh, wir sind gut. Zu gut tatsächlich. Zu gut. Somit Finale. Finale. Kim Hunter. Sie stehen mit gerade mal 17 Jahren schon im WM-Finale. Wie fühlt sich das an? Ich freue mich drauf. Ist nicht leicht zu erklären. Die schwerste Aufgabe kommt noch. Ja, können wir uns mal freuen. Ach, ich kann das Finale gar nicht mehr abwarten. Wir haben hier die Chance, Geschichte zu schreiben und das erste Team zu sein, das 4 WM-Titel gewinnt. Und dazu will ich meinen Beitrag leisten. Eine wirklich besondere Gelegenheit. Ganz genau. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Mutige Aussage von Kim Hunter zum kommenden WM-Finale der US-Frauenmannschaft. Kim, viel Erfolg im Finale und danke für dieses Gespräch. Sehr gerne, danke. Finale. So, wir waren 24 Minuten am Platz, haben eine Torvorlage geleistet und kein Tor gemacht. Partnerschaftswertung wieder voll da. Trainerin steigt wieder. Danke, wir waren frech. Wir haben Telepathie. Dankeschön. Geil. Ja, wir sollten 10.000 Follower bekommen. Irgendwann. Wir haben ja da jetzt das Finale geknackt. Das K3. Mit Kimi. Kimi Hunter. 81. Da geht's ordentlich voran. Wieder ein Skillpunkt. Wop. Ja, und damit Finale. Schön. War knackiger als gedacht. War, glaube ich, unser erstes Gegner, was wir erhalten haben. Was ich mich erinnern kann. Aber egal. Wir haben noch 4 Social Media, die machen wir noch. Greta Vogel, du bist wirklich ein tolles Vorbild für alle jungen Mädchen, die Fußballerin werden wollen, Wilkim Hunter. Mila Huber, tolle Leistung von Wilkim Hunter. Was für eine Spielerin. Nur noch ein Spiel, der Pott gehört uns. Wir holen die FIFA-Frauenweltmeisterschaft. Jim White. Die USWNT-Fans wussten natürlich schon, was Wilkim Hunter für eine Riesenspielerin ist. Anton Haas. Hätte nicht gedacht, dass Wilkim Hunter auch als Vorbereiterin so gut ist. Hashtag nette Überraschung. Danke. Ja, wir sind halt dabei. Wir sind dabei. Wir haben nächstes Mal wieder ein Training. Aber bis dahin sage ich einmal wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden schauen, wie es mit Kim weitergeht. Aber bis dahin, bleibt mir treu und wir sehen uns. Danke und ciao.